aber auch neu, dass hier halt die Bosse dann auch noch mal ein paar Mobs dabei haben, ein paar Trash-Mobs. Oh. Nein, nein, okay. Kein Loot. Na, 110 könnten wir noch schaffen. Kommt halt auch darauf an, wie die Gegner drauf sind. Wie viel wir auf die Fresse kriegen. Level up. So, jetzt müssen wir wieder voll sein. Das ist sehr schön. Jo, perfekt. Er dreht sich im Kreis. Perfekt. Respawn, respawn. Schneckmeier geben mir auf den Sack, ne? Könnt gar nicht ahnen, wie. Teilen aber auch nur mal viel Schaden aus, die Viecher. Immer noch nicht, hä? Ach, da hinten ist noch einer. Ja, das wird nur ein A-Rang diesmal. Na dann. Sag ich ja. Titanium-Bahn, sehr schön. So. Ich klatsche mir nochmal eine Heilung rein oder eine zweite, eine dritte. 107, 20 Uhr schieß mich tot, in-game. Okay, jetzt haben wir wieder Metallebene, auch lustig. Ja. Können wir die Gegner bitte wieder wechseln? Ich mag die nicht. Die werden wahrscheinlich die Gegner jetzt bleiben, die letzten paar Ebenen noch. Bam, alle drei, sehr gut. Boom. Haben wir. Ah, oh, okay. Hätte erwartet, da kommt jetzt mehr Widerstand. Naja. Achso, übrigens. Oh, Moment. Moment, 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 Moment. Ich kann sagen, mein Audio ist nicht mit aufgenommen bei Porsche. Ich hab gerade die Krise gekriegt, ne? Beschenken. Ja, den da. Gehen wir auf Socials. Boah, ich dachte gerade. So. Oh, okay. Interessant. Hä? Was ist das denn für ein Aus? Hallo? Ach da. Okay, doch nochmal Heilung rein, wie ich dazu sehe. Wir sind auch gleich out of Heilung. Gut. Ich hoffe mal, es kommt nicht nur irgendwie so ein fetter Ritter, sonst müssen wir den beim nächsten Mal machen. So. Ja, 110 könnten wir hinkriegen. Könnten. Sekunde früher, Kollege, dann wärst du auch weg gewesen. Schade. Knapper als knapp, Alter.
So, sortieren. GP pro Sekunde, yo. Kritisch, Ausdauer ist Quark. Close enough. Was ist ihn denn? Okay, Ebene 110, na dann. Sasquatch. Au. Den möchte ich gerade nochmal probieren mit vollem Leben. Sagte ich schon au? Ich habe ja noch... der Crit-Treffer. Und Ausdauer ist egal. Bam. Boom goes the Dynamite. Goldener Star. Very interesting. Gegenstand Level 48. Nachbildung eines einer legendären Waffe aus der alten Welt. Okay. Das ist das macht genauso viel Aura wie das, was wir jetzt haben. Oh, das sieht interessant aus. Betreten. Wie jetzt? Ach, was? 110 ist Schluss? Au. Okay. Au. Können das ja nochmal probieren morgen. Aber trotzdem, au. Ich dachte, die hat 120 Ebenen. Komisch. Es ist spät, ja, ich weiß. Ich sehe es ja. Der Yeti hat mich aufgehalten. Das ist knapp. Coole Sache mit dem goldenen Stab, aber mal schauen, ob das jetzt wirklich dann hohoho, knapp. Knapper als knapp. Puh. Aber cool. Mal schauen, wie das mit dem aber ich glaube, das Schwert ist doch besser. Müssen wir mal gucken. So von der Beweglichkeit her. Hallo Higgins. Er hat sich nicht verlaufen. Er möchte etwas fragen. Was möchte das Higgins denn? Eine Sache, die er uns fragen wollte. Interessant. Erzähl mal. Sei nicht so selbstgefällig. Er braucht Hilfe beim Haus von Hassentas. Du brauchst Hilfe? Nee. Na klar. Ich arbeite gern mit dir zusammen. Hat noch so viele Aufträge, er kriegt es alleine nicht hin. Ach so. Die anderen Handwerker sind ohne rein miserabel. Also ist seine Wahl auf uns gefallen. Liste, die wir brauchen. Na gut. Der wird sich auch nicht mehr ändern. So. Wir brauchen noch Aluplatten, verstärktes Glas, Stahlrahmen und Verbundholzbretter.
Ja. Machen wir. Hat alles fertig. Gut. Ja. Ich mal gucken. Die können wir mitnehmen. Alu haben wir auch dabei, da müssen wir welchen Auftrag geben. Verstärktes Glas. Haben wir auch basteln lassen. Das Ding eigentlich noch genug Strom? Packt man noch 5 rein. So. Ich gucke mal. Einmal Glas, aber kein gestärktes Glas. Glas. So, hier hinaus und hier hinein, so soll es sein. Dann lass uns mal noch das abbrechen und das auch vorerst. Aluplatten. Ich brauche, ach, lass mal 100 machen, ne? Aber mal, up, die schon haben, können wir die wieder einklatschen. Ach so, ich hatte hier. Hatte ich das schon gemacht? Nee, hatte ich nicht. Ich war bei der Frequenzaufnahme hier beim Forschungszentrum und hatte 10 Bücher geholt. Die könnten wir eigentlich auch nochmal einsammeln. Das sollte jetzt theoretisch dafür reichen. Können das auf Maximum ausbauen. Achso, was? Verbundholzbretter brauchen wir 50 und 25 Glas. Dann machen wir das gleich mal. Oder haben wir tatsächlich welche da? Die können wir dann rausnehmen. Aber verstärktes Glas haben wir nicht. Machen wir mal 50? So, Verbundholzbretter. Habe ich die hier drin? Nee, Truhe wollte ich haben. Fortgeschrittenes Verbundholzbrett. Nee. Dann wartet mal. Ja, sortieren. Dann sind die tatsächlich woanders. Der Stab erklärt jetzt auch den Rest der Rüstung. Passt gut zusammen. So. Ja, hier sind welche. Dann nehmen wir die mal mit. Schmeiß ich mal das weg, was ich nicht mehr brauche. Das da kann weg. Das brauche ich. Guck mal, ob der Hut besser ist, als das, was wir haben. Ich gerade, wo ich was hinschmeiße. Bin ich gerade auf dem. Bin gerade ein bisschen durch, Entschuldigung. Ach ja, hier war noch Seil. Den Rest brauchen wir erstmal. So, das Ding kommt in die Kiste, das mache ich gleich. 700, das macht nur 400, das Hütchlein. Können wir den Hut auch wegdonnern in die Kiste.
So. Dann ein Upgrade und zur Forschergilde. Das ist nach um 8. Higgins hat wahrscheinlich wieder einen Auftrag eingesammelt, aber das ist schon okay. So. Ah, da geht er schon. Dann nehmen wir den, der übrig bleibt. 3 wasserdichte Lampen. Naja. Sieht eigentlich mit dem Rang aus. Der kommt mir aber gefährlich nah. Das ist nicht gut. Der soll mir doch nicht meine Hochzeit versauen. So. Wasserdichte Lampen. Edelalu. Und verstärktes Glas. Ja, Glas ist ein Auftrag. Edelalu muss ich gleich mal gucken. Was wollte ich jetzt gucken? Verdammt. Achso, Forschungszentrum. Da. So. Das Alu könnten wir noch da haben. Das auch. Ja, haben wir noch da. Frage ist nur wo. Da. Wie lange braucht jetzt eigentlich so ein Auftrag von irgendwas? Braucht noch ein bisschen. Mal, ob das reicht für die Lampen. Ja, reicht für 3. Dann gehen wir die mal ab und gucken wir noch mal nach dem Sasquatch. Den würde ich gerne noch mal versuchen, einfach mal den Scheitel auf links zu ziehen, was das bringt, ob es da noch weitergeht. Und wenn das was bringt oder nicht, das sehen wir dann ja gleich. Nochmal bei Dr. Xu reinschauen. Moment. Wer will das haben? Ach, das will Sam haben. Die rennt heute auch. Ach, die hat auch noch Geburtstag, ne? Die denn rum? Ach, die ist in der Ruine. Ja, ich bezahle 300 Gold. Oh Gott. Brauche ich das jetzt gerade nicht, aber was soll's. Was macht man nicht alles? Hi. Hi. Dein Auftrag. Und, alles Gute zum Brüsseltag. So. War doch heute, oder? Oder war das gestern? Ich hab's vergessen. Nee, es war heute. 2, 4, 5, da. So. Jetzt gucken wir einfach nochmal nach dem Sasquatch, wenn das passt. Folgen vielleicht dezente Überlänge. Ich muss mal gucken. Also, Dr. Xu wollte ich mal was einkaufen.
Und dann würde ich erstmal abmoderieren. Denn ich will mal gucken. Den Rest mache ich dann wie versprochen, wie schon, ich weiß nicht, wie oft jetzt angekündigt, bis Tag X, bis zum 28. Ingame, dass wir dann zum 29., also kurz zum 29., zum 1. wechseln, zu Gingers Geburtstag, Prüfstand, das sollte alles passen dann, wir sind dann Rang 1, dann können wir mit etwas Glück heiraten. Es sei denn, wir müssen, nachdem wir Gales Segen haben, auch nochmal Gastsegen bekommen und Russos Segen bekommen, was wahrscheinlich ist. Wäre natürlich lustig, wenn das alles klappt und sie wirklich an ihrem Geburtstag heiratet. Das wäre irgendwie, das wäre total komisch und lustig und ja, das wäre ein total blöder Zufall. Aber soll es ja geben, ne? Ich dachte tatsächlich, dass die Ruine 120 Innen hat, habe ich in der Wiki gelesen. Aber das mit dem Schwert hat ja anscheinend auch nicht wirklich gestimmt. Da stand Level 70 dran und naja. So,